Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Als erstes möchte ich nur sagen, in Zeit des die Stimmen bzw. vom Sound, das eine oder andere noch nicht optimal passt. Ich habe da einiges umgeändert, ich habe ein neues Mikrofon, ich habe da ein Mischpult und so weiter. Die Einstellungen dafür sind ziemlich komplex, also da muss ich mich noch ein bisschen länger damit befassen, sage ich mal. Trotzdem will ich jetzt mal schauen, wie es ist mit der Aufnahme. Eine Testaufnahme habe ich schon gemacht. War eigentlich okay, hätte ich gesagt. Ihr könnt es mir noch sagen, hat es passt, hat es nicht passt. Also über jedes Kommentar bin ich herum. Oder besser gesagt, froh darüber, weil also, dass ich das eine oder andere nicht her. Beziehungsweise weiß auch nicht, wie es ist, ob ich jetzt das Lenkerl hier oder das Ganze. Bei der Testaufnahme war es halt eben nicht so. Das werden wir nachher sehen, ob es jetzt passt oder nicht. Und da wäre super, wenn es mir in die Kommentare schreibt, wenn es passt oder ob es nicht passt, ob sie irgendwas hört. Ob euch eine Störgeräusche aufgefallen sind oder irgendwas. Es werden auch weitere Änderungen geben beim Sound, ich muss da wirklich noch schauen. Und ich schaffe die Sounds, was ich habe, in-game, so wie Mikrofon und so, das hätte ich gerne auf eigene Tonspuren lenken, das haut irgendwie nicht hin auch, genauso mit der Einstellung, dass ich ein Mikrofon die Lautstärke umändern kann, separat, genauso wie bei der Aufnahme. Da muss ich mal mich noch ein bisschen damit befassen. Aber für heute, glaube ich, wird es mal soweit reichen als Testaufnahme. Und wir schauen jetzt mal, was zu machen ist. Okay. Da machen wir gleich mal das Lobe, das war schon gesehen. Aber das ist uns gleich laut wie meine Stimme, das wäre schlecht. Und zwar beginnen wir da mit dem. Da will ich nämlich Meißer aussehen. Wasch. Ah, nicht mehr Sonnenblumen, oder? Sonnenblumen haben wir bei dir angesetzt. Ja. Das, da kommen Sonnenblumen auf. Da werden wir jetzt auch unten mal fahren. Und dann auch schnell den Helfer starten. Und dann muss ich es unten alles durchschauen, da ich vom Rest und Status noch nicht weiß, weil ich noch nichts durchgeschaut habe. Da, da ist auch noch was. Jetzt ist es besser. Da haben wir einen Punkt, da, was weiß ich. Da entfernen. Ich hoffe, dass der Sound, dass das alles hier hat. Weil das neue Mikrofon, das ist um einiges empfindlicher wie es heute. Das schlägt bei jeder Kleinigkeit auch eigentlich. Und das ist mal hier etwas besser.
Das empfindliche ist, ist ein dreifaches Mikrofon. Und man kann diesbezüglich jetzt auch mehr einstellen von den Höhen und Tiefen. Dafür ist die Einstellungsvariante oder die Variante Vielfalt auch umso höher. Verstanden. Warum? Dann schauen wir mal da durch. Ein Bunker haben wir da schon fertig. Sowieso schauen, dass man leer bringen, das mit dann auch mit Naturschein organisieren. Ja, vielleicht den einen oder anderen will es auf, wenn es ja auch andere Kopfhörer jetzt dreht, die Unruhe-Kopfhörer. Da will ich dementsprechend, so wie es mit der Akkord immer wechseln, zwischen meinem Ober-Ear und In-Ohr. Nur ist halt fürs In-Ohr definitiv leiser, weil ich bei meinen Ober-Ear-Kopfhörer einen zusätzlichen Verstärker bei der Batterie habe, weil die Lautstärke auch nochmal regeln kann. Weil für mich selber auch nochmal eigentlich immer lauter dran. Also werden wir mal schauen, wie mich entscheiden wird dementsprechend, was ich noch in Zukunft einmal rum hier. Wechselt habe ich es eigentlich nur, da die Ohren hier eigentlich immer auf und zu schwitzen hat, bei den Ohren, was mir nicht so taugt hat. Vor allem im Sommer, wird er da in dem Sinn zurzeit intensiver werden.
werden wir alles, das hat uns so weit. Mit Missionen ist gerade keiner beschäftigt. Irgendwie runterfahren, das Besunkert, was wir gerade drauf haben, zu entfernen. Was ich glaube, oder nicht, weiß es gar nicht. Dann Main müssen wir nachher noch schauen, weil ich gerade das Mähwerk da sehe. Beziehungsweise müssen wir mal schauen, ob die restlichen Felder oder Wiesen zum Main fertig sind. Weil das heißt, wir sind dann auch da eventuell noch machen. Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist jetzt einmal den Folter komplett fertig bringen, denn es wird wahrscheinlich nicht mehr lang dauern, bis die restlichen, bis die ersten Folter wieder erntereif sind. So, dann die Tiere, was ich weiß, müsste mehr noch gut versorgt sein, aber eigentlich nicht sein. Und die Fabriken hier, Peterstatus ist keine Ahnung. Da weiß ich absolut nicht, wie es ausschaut. Vor allem weiß ich auch nicht, wie was ich jetzt geplant gehabt habe. Wie es weitergeht, was wir kaufen, was wir machen. Ich glaube, kaufen hätten wir vorgehabt eigentlich in Ento, das den Kuhstall. Haben wir dafür einen Wald gekauft, aber wir haben was sich schon wieder 50.000. Haben wir inzwischen was verkauft noch? Lieber Gold haben, lieber Gold haben, als wir nicht haben. Jetzt fällt es mir ein, wie er mir die Salatfabrik gekauft. Dort könnte man eh schauen, ob wir deutsche Produktion haben zum Verkaufen. Ne?
Beziehungsweise oben bei der Berry müssen wir nachher hinschauen, der noch ein Kist drin hat, also Kalk herstellt. Diesel werden wir nicht herstellen. Entschuldigung, kurz. Habe jetzt gesagt Diesel? Ich meine Dünger. Dünger werden wir um keinen herstellen, weil wir dafür ja Salz brauchen. Wir brauchen Salz. Zeit sehr viel für die Salatfabrik. Salz wird man aber auch brauchen für die Oliven. Da werden wir aber nachher hauptsächlich Kork verwenden. Ein Korkbrett kostenlos herstellen jetzt. Jetzt war ich so ein bisschen überlegt, damals mehr, weil ich das Gold her habe. Und die Missionen. Das haben wir als 18er Fall gemacht. Das war's. Unter anderem so. Also. Eigentlich ist es hier schon, dass man noch eine Mission macht. Sehr schön. So weit, so gut. Das was denn lassen wir da stehen. Das kommt sowieso noch mal Unkraut daher. Das ist es ja. APC, wie schaut es denn das mit den Düngestufen? Düngen hier sind wir komplett voll. Schauen wir schnell die Tiere her, wenn wir da sind. Okay, Schweine. Schweine müssen wir wieder wegbringen. Mal Schafe ist okay. Schweine braucht Mais noch. Die Pferde sind da gut versorgt, das passt. Aber Schweine werden wir noch wieder wegfinden. Das heißt. Und eigentlich wird gleich eingenommen. Ich hoffe nur, dass ich den Dings unten habe. Den Hänger. Da können wir gleich zum Schlachthof nehmen. Da ist es. Was ist noch so gut? Ich habe heute den 22. Also heute wollte ich das Video aufnehmen. Geht's auch hochgeladen. 22.12. heute nicht. Das sind zwei Tage bis Weihnachten. Und deswegen muss ich ja schauen, dass ich ein bisschen voraufnehmen auch wieder tue. Da ich am 22. arbeite. 22.26. Danach habe ich ein bisschen frei, weil ich Zeit habe. Das heißt, für drei Tage muss ich schauen, dass ich voraufnehmen tue. Ich hoffe, dass ich es schaffe, auch wieder in den Traum. Und der Hänger ist nicht hier.
wo ich gerade überlegen wollte, hängen habe. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Ja, ich hab's mir gedacht. Scheibe, Scheibe, Scheibe. Ja, aber ich hab gesagt mal für heute wird es das gewesen sein. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Und wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr zahlreiche Kommentare hinterlasst, ob die Aufnahme vom Ton, vom Sound, von der Lautstärke und alles passt, ob es lauter, leiser oder schlag mich da, keine Ahnung, irgendwas nicht passt, ob euch was auffällt. Und dann probiert es dementsprechend halt wieder zu korrigieren. Passt. Ich werde mir natürlich die Aufnahme selber anhören, aber eigentlich, dass der eine oder andere von euch ein besseres Gehör hat wie ich und irgendwas hört, was ich nicht gehört habe. In diesem Sinne, macht es gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Also ich hoffe, vielleicht heute schon auf Aufnahmen, aber mal schauen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.